Und damit heiße ich dich da draußen herzlich willkommen zu dieser erneuten Folge von Back to the Roots mit Hertha BSC. Und leider meldet sich da keiner zu Wort, der noch neben mir sitzt. Jesse ist in den Ferien, beziehungsweise verreist. Ich werde auch verreisen, nur, ja, das schneidet sich da so ein bisschen. Das heißt, es werden jetzt wahrscheinlich 2-3 Episoden kommen, wo Jesse leider nicht mit dabei ist. Was schade ist, weil ihr den ja alle eigentlich sehr mögt, aber das ist natürlich schwer, wir wohnen nicht im gleichen Haus, da kann man nicht einfach ab und zu mal ein Video aufnehmen. Das heißt, wenn er mal kommt, nehmen wir dann ordentlich auf und dann gibt es wahrscheinlich in 3-2 Episoden wieder den guten Jesse neben mir. Wir haben das Team vor uns, ja, ich habe Juricin mal reingetan und Lakic. Juricin muss spielen, weil wir dürfen ihn nicht wieder rauswerfen, bis wir ein Spiel mit dem Spieler gemacht haben. Das heißt, wir können ihn nicht einfach holen und dann gleich für den nächsten Spieler wieder raustauschen. Wir sind im Achtelfinale noch von dem Gold Cup, nachdem wir so kläglich oder beziehungsweise bitter ausgeschieden sind letztes Mal. Und werden jetzt gucken, wie wir uns schlagen im Achtelfinale. Wie gesagt, die Regeln sind relativ leicht. Wir dürfen uns immer aus unseren 3 Kategorien, aus der Abwehr, Mittelfeld und Angriff, einen Spieler aussuchen. Beziehungsweise der wird... mal sehen, was das Trikot hernimmt. So, dann machen wir das mal so. Er wird zufällig ausgelost sozusagen und dann kriegen wir einen neuen Spieler ins Team dazu. Das sehen wir aber gleich noch, wenn wir in dieser Episode oder beziehungsweise in diesem Spiel vielleicht ein paar Upgrades kriegen. Er hat ein BPL-Team mit Carol Aguero, Hazard, Touré, Company sind so die größeren Namen. Beziehungsweise jetzt kostet eh niemand mehr was. Aber zum Beispiel upgraden dürfen wir, wenn wir mit mehr als 5 Toren gewinnen, wenn wir einen Sieg haben, wenn wir einen Hattrick schießen, wenn der Gegner einen Ragequit macht. Und so weiter. Also sehen wir, wie wir uns zum ersten Mal ohne Jesse schlagen. Auf geht's. Wieso geht er nicht zum Ball? Was macht er? Mijatovic, ganz dumm, aber Drobny rettet ihn. Oh mein Gott. Oh, solche Ballverluste kann man sich nicht leisten. Das gibt's doch nicht. Was macht er denn da bitte? Da kann man nichts gegen machen, wenn FIFA wieder einem so einen Kack auftischt. Und dann kriege ich jetzt hier schon wieder die Aggression, weil der... Hier, was ist das bitte? Wieso passt der den Ball direkt in den Fuß vom Gegenspieler? Also, komm, ein bisschen Spielverstand bitte. Halbzeit, wir liegen mit 1-0 hinten, total verdient. Es ist unglaublich schlecht, was ich gerade spiele. Ein Schuss hatten wir nur. Es ist unglaublich schwer, weil das Mittelfeld auf sehr wenig Chemie spielt, dadurch, dass Juricin drin ist und dass Alagui im Zom spielt, obwohl er rechts Mittelfeld ist. Das heißt, bis jetzt läuft es noch nicht wie geplant. Da muss eine Verbesserung her. Oh nein, das ist so kläglich verteidigt. Das ist so kläglich verteidigt. Und was macht er? Dann kann er den doch blocken. Wieso blockt er den dann nicht? Wieso blockt er den dann nicht? Das ist so lächerlich. Boah, ich kann wieder so ausrasten bei so einem Scheißspiel. Oh Mann, das ist doch ein Scheiß, ist das. Ich könnte jetzt wieder hier so... Aggression auslösen. Wir haben Glück, dass wir hier nur Geld kriegen. Das war eigentlich locker eine rote für Holland. Aber es ist gerade so leiden. Ich leide gerade so sehr, mit dieser Mannschaft zu spielen. Die machen alles falsch. Im Mittelfeld kommt nichts zustande. Lakic hatte keine Chance bis jetzt, irgendwas zu machen. Einfach, weil da niemand was macht. Und jetzt gibt es das Tor. Sehr schön, weil ich meinen Typ nicht schnell genug auf die Linie kriege. 3-0 liegen wir hinten. Kriegen wir auch 2 Tore, verlieren wir nicht nur einen, sondern 2 Spieler, aber hey, es ist einfach, wie es ist. Oh, wie so ein Ball dann aber noch durchkommt, das kann doch nicht sein. Was willst du mich verarschen? Willst du mich am... Spiel ist vorbei, wir verlieren 4-0, müssen einen Spieler abgeben. Das war einfach ein B-Team, aber auch das sollte nicht sowas entschuldigen, weil das einfach absolut... unglaublich schwach war. Wir hatten eine ganz gute Chance, aber wir hatten keine hundertprozentige FIFA-Chance. Also es ist einfach kläglich, was man hier gebracht hat. Soll heißen, wir müssen jetzt einen Spieler abgeben. Wer das ist, steht natürlich schon so gut wie fest. Ich sehe euch gleich, wenn wir dann nächstes Spiel suchen. Bis dann. So wird das Team aussehen. Das ist jetzt so ziemlich das stärkste Team, außer halt, dass wir links noch Vandenberg reintun können. So, Holland hat richtig schlecht gespielt. So würde das beste Team, also mein bestes Team aussehen. Mit dem Team macht es wirklich Spaß zu spielen. Abgeben werden wir nach der Niederlage diesen Herrn. Die hat unglaublich schlecht gespielt. Aus der Mannschaft entfernt. Juricin ist raus. Unser Kader schrumpft weiter. Ist natürlich schwach. Das heißt... wir brauchen jetzt möglichst schnell Siege, um den wieder aufzustocken, um die Breite des Kaders wieder herzustellen. Ja, und werden wir sehen, wie wir uns jetzt wieder im Achtelfinale schlagen. Aber dieses Mal
mit einem ordentlichen Team. Das sind alles Hertha-Spieler. Haben ja nicht so viele Auslandsspieler wirklich. Er nimmt das Trikot, nehme ich das Trikot, zick, zack, okay, dann halt nehme ich das hier. So, im Parc des Princes, wie man so schön sagt, spielen wir. Ich müsste eigentlich noch das Olympiaschein holen, das mache ich auch nach dieser Episode. Ja, ein geiles Team aus Österreich, gefällt mir sehr, mal was anderes mit Team of the Season oder Team of the Year, Campe und Soriano und dann halt noch andere Spieler aus der österreichischen Liga mit Red Bull, Salzburg und Co. Wir gucken, wie wir uns jetzt schlagen mit einem ordentlichen Team. Let's go. Oh, es ist sehr weit, sehr viel über rechts offen. Es wird dann nicht gut verteidigt. Drobny macht ein starkes Spiel wieder. Nein, 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 nein. Oh, das war stark. Stark, Drobnys Parade war so krank, aber dann deckt irgendwie keiner die Nummer 8. Die darf dann frei mal vorschlendern und netzt ein. Gute Flanke. Wieder Lasogga ist da und dieses Mal macht Lasogga das Ding zum 1:1 bei der Ecke. Sehr schön, so kennen wir den Herrn aus Herder BSC Berlin, beziehungsweise jetzt von Hamburg. Da, zack, steigt hoch. Keeper ein bisschen geschockt, dass der Ball so zentral kommt. Und da steht es auch schon flink 1:1. Schön gesehen. Benatira mit der Chance und was ein schönes Tor. Enes Benatira mit dem Doppelpass. Lasogga ist dann richtig über mit der Übersicht da und Benatira dachte nicht, dass der den so eiskalt macht. Das war sehr schön. Der Keeper scheint mir auch ein bisschen schlecht. Der steht immer nicht ganz richtig. Hier sehen wir es nochmal. Sehr schön angezettelt von Benatira. Kriegt den Ball zurück. Keeper kommt nicht raus. Beide Ecken sind offen. 2:1. Schön gesehen. Wieder ist Pekarik mal mit vor. Kann jetzt noch die gute Flanke bringen. Lasogga ist da und Lasogga macht den nicht. Benatira im Nachschuss. Wieder nicht. Mukta. Baumjohann. Oh, genau auf den Mann. Halbzeit. Wir führen mit 2:1. Lasogga und Benatira. Lasogga ist an beiden Toren beteiligt mit einem Assist und einem Tor selbst erzielt. Also der Mann ist wirklich essentiell im Sturm. Wir brauchen da mal wirklich jemanden, der den vertreten kann, wenn der verletzt ist. Ja, es laggt hier ein bisschen, wie ihr seht. Hoffentlich geht das einigermaßen. Oder der Spieler verlässt. Dann würden wir 2 Upgrades kriegen. Nein. Nein, 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 nein. Oh, das war schön rausgespielt. Aber was macht Pekarik? Ist da nicht bei seinem Gegenspieler, bei dem Latza heißt der, glaube ich. Und dann steht es auch mal ganz geschwind 2:2. Bitter. Das war unnötig. Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Jetzt müssen wir nochmal aufdrehen. Oh, er ist weg. Er ist weg. Unser Gegner ist weg. Was das heißt, ist eindeutig. Es steht 2:2. Das heißt, wir kriegen kein Upgrade durch den Sieg. Aber durch den Rage Quit kriegen wir einen Sieg. Und das werden wir jetzt folgendermaßen machen. Ich würfel jetzt mal hier. Wir haben die 1 würde als die gute Abwehr zählen. Die 2 ist das Mittelfeld. Und die 3 ist der Angriff. Die 1. Und die 2 ist Verteidigung, 3, 4, 5 ist Mittelfeld und dann, wo sind wir denn hier? So, also ich würfel jetzt 1, 2, 3, 1, 2 ist Abwehr, 3, 4, 5, 3, 4 ist Mittelfeld und 5, 6 ist Angriff. Wir würfeln die 3, das heißt es ist Mittelfeld. Mal sehen, wen wir da kriegen. Ich werde jetzt einfach mit meinem Controller ein bisschen wild rummachen, weil Jesse ist ja nicht da, um hier irgendwas zu machen. Ja, ich mache jetzt mal die Augen zu, gehe jetzt immer einfach wild rum mit meinem Controller, was ich hier mache. Ich habe wirklich meine Augen zu. So, ich zähle jetzt bis 5 und dann ist es der Spieler, den wir sehen. 1, 2, 3, 4 und die letzte Zahl heißt Tiki, Taka, 5. Oh, da haben wir Alagui, der erste Inform. Schön, endlich ein Inform, das freut mich jetzt richtig. Sammy Alagui, ich hätte zwar rechts lieber den Traoré, weil der ein bisschen Pace hat, aber hey, ich werde nicht wütend sein. Alagui ist ein hammer Spieler, damit rutscht, nein, nicht die Karte, nämlich die Karte. Boateng auf die Bank, geil, 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 Alagui. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit, wir tun ihn schnell in die Mannschaft und ich bin gleich wieder da zum Abschiedswort, würde ich mal sagen. Aufgestellt, so werden wir in die nächste Episode starten, außer, nee, ich will mal Schulz, nicht Holland, nein, der spielt noch schlechter. Der hier braucht erstmal einen Vertrag. So werden wir aber auf jeden Fall in die nächste Episode dann reinstarten.
Aber ich will noch, dass Schulz links spielt. Der macht es an sich immer sehr ordentlich. So, so werden wir starten. Alagui ist natürlich gleich im Team. Wir mussten den anderen Alagui natürlich rausnehmen. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie hier unten Spieler dazu gewonnen. Was soll's. Wir haben jetzt endlich einen Inform mit Catalyst. Sehr geil. Das heißt, er hat 80 Pace und dann nochmal 78. 75 passt. Das heißt, er wird gut sein, um auf Lassi zu flanken. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, wenn ihr die nächsten Episoden nicht verpassen wollt. Bitte ein Abo. Bis dann. Bye, frisch bei Sessi und ciao.